Hi zusammen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr als Amateure mit einfachem, günstigen Werkzeug für Uhren die Uhrenbatterie selber wechseln könnt. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier eine kleine Kollektion meiner Uhren mal rausgesucht. Sind alles sehr einfache Uhren und die haben alle eine andere Verschlussseite, also eine Rückseite, und dementsprechend werde ich euch anhand dieser drei Modelle zeigen, wie man die dann öffnen kann. Zudem benutze ich dafür, wie gesagt, hier ein einfaches Uhrmacher-Set, kostet keine 10 Euro. Link dazu packe ich euch unterhalb des Videos in die Infobox, gibt es bei Amazon, und damit kann man wirklich schon ganz gut zusammenarbeiten und die Batterie wechseln. Ich rate nämlich davon ab, da irgendwelche Sperenzchen zu machen, was weiß ich, Taschenmesser, Schraubenzieher oder so aus dem Haushaltsbedarf oder mit dem Messer oder so dran zu gehen. Da kann man schnell was verkratzen und kaputt machen, das ist dann doch ärgerlich. Dementsprechend einfach so 10 Euro investieren, ist universell einsetzbar für alle Batterien. Also, legen wir los. Schauen wir uns jetzt erstmal hier diese drei Uhren an. Bei dieser ersten hier, da sehen wir auf der Rückseite, haben wir keine Einkerbung oder ähnliches. Hier, die ist auch schon ein bisschen verkratzt, eine relativ alte Uhr aus meiner Kollektion. Und das muss man aufhebeln, das Teil. Dann haben wir hier die zweite Uhr. So. Auf. Die hat so eine Art Drehverschluss. Mensch, die habe ich auch länger nicht getragen. Da hängt das Band schon richtig fest. So. Na, so. Und das sind die Auskerbungen, die ich am Anfang angesprochen habe. Wie zu sehen, hier, hier, hier. Ich glaube, 6 an der Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Und da gibt es ein spezielles Werkzeug für, das man draufsetzen und dann dreht. Oder halt mit zwei Schraubenziehern muss man natürlich deutlich aufpassen, damit es nicht verkratzt. Werde ich euch gleich auch zeigen, wie das geht. Und dann hier zu guter Letzt noch eine dritte Uhr mit eigentlich einem ganz simplen Verschluss. Der, na, ja, zugegangen. Der hat vier Schrauben, vier kleine Kreuzschrauben hier in den Ecken jeweils und wird einfach ganz simpel aufgeschraubt. Also ich glaube, das ist eigentlich am selbsterklärendsten. Also, beginnen wir jetzt mal mit diesem Teil, weil sie direkt hier vorne liegt. Ihr sehen könnt, ist hier sogar noch die Schutzfolie drauf. Ich glaube, die habe ich sogar noch nie getragen. So, dafür nehmen wir jetzt aus dem Werkzeugset. Fragt mich nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall dieses Werkzeug hier. Das hat hier auf der Rückseite so zwei, ja, so Kunststoffnippel. Ja, wenn die Kamera das mal scharf stellen schaffen würde. Also besser erkennen. Muss man so machen. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier so einen kleinen Nippel dran. Und diese greifen jetzt in diese Auskerbungen hier ein. Und man hat noch die Möglichkeit, das auf die Größe der Uhr zu variieren. Eine Damenuhr ist ja tendenziell eher klein und eine Herrenuhr eher groß. Dementsprechend kann man das hier variieren und damit der Stellschraube fest machen. So, jetzt habe ich das Teil hier auf die richtige Größe eingestellt. Das geht, indem man hier auf einer Seite einsetzt, der anderen Seite auch, und dann die Entfernung einstellt und dann die Stellschraube festschraubt. Und danach fixiere ich die Uhr einfach mit meinen Fingern, mit der linken Hand. Ich bin Rechtshänder und bewege das Teil mit der rechten Hand. Ja, wie ihr gehört habt, habe ich relativ viel Kraft aufwenden müssen. Das Teil war noch vom Werk aus befestigt, zugeschraubt würde ich sagen. Das habe ich nämlich noch nie geöffnet, dementsprechend ging es schwer. Also muss man schon ein bisschen Kraft aufwenden. Und da kann es natürlich passieren, wenn man jetzt hier irgendwie mit einem Messer oder zwei Schraubenziehern oder so agiert, dass man hier abrutscht, weil das wirklich nur eine ganz kleine Kante ist. Und das soll natürlich nicht sein, damit der Uhrenboden nicht versaut wird, verkratzt wird. So, ja, wie ihr sehen könnt, hier nochmal der Deckel in der Aufnahme. Wir haben jetzt hier diese... Oh, tut mir leid, für die Kamera ist nicht die beste. Diese Nippel, und die setzen sich dann hier rein in diese Auskerbung. Genau. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier die Uhr geöffnet. Batterie liegt jetzt frei und kann jetzt einfach ausgetauscht werden. Dazu haben wir hier auch im Werkzeugset dabei, nehmen wir so einen kleinen, klitzekleinen Schlitzschraubendreher. Hier, dieser hier. Und da geht man dann hin und hebt hier vorsichtig diesen Kontakt hoch und kann dann die Uhr hier einfach die Batterie einfach rausdrücken. Genau. Das war schon alles. Die ist jetzt sogar, glaube ich, noch in Ordnung. Ich habe jetzt auch keine Ersatzbatterien hier. Dementsprechend, zack, setze ich dieselbe Batterie wieder ein. Und im Umkehrschluss wird das Teil natürlich rückwärts wieder geschlossen. Ach so, wie ihr gesehen habt, habe ich hier einfach so eine Gummimatte oder also einfach so eine Tischmatte hier drunter liegen.
Falls ihr wirklich ganz sehr gut vorgehen wollt, damit das Glas der Uhr nicht verkratzt, legt einfach noch ein kleines Tuchunterteil oder ähnliches. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, zum Zusammenbauen drehe ich das Teil jetzt von Hand erstmal möglichst fest. Also der Aufkleber auf der Rückseite, diese Schutzfolie mache ich jetzt mal ab. Das hindert doch ein bisschen. Na, der will noch nicht so ganz. Ach so, und hier könnt ihr auch, wenn ihr es abhabt, mal kontrollieren, ob der Dichtungsgummi hier noch in Ordnung ist. Und falls nicht, muss man den dann austauschen. Bekommt ihr dann auch bei Amazon, da gibt es so ein ganzes Set. Oder halt beim Uhrmacher, aber da kostet es natürlich direkt eine Ecke mehr. Der ist jetzt wirklich ein bisschen widerspenstig, jetzt hier den Anfang des Gewindes zu finden. Da muss man sich einfach ein bisschen rantasten, ein bisschen versuchen. So, jetzt hat es auch schon geklappt. Ihr seht, mache ich das jetzt alles erstmal nur mit den Fingern fest angedreht. Und jetzt gehe ich wieder hin. Die Größe stimmt ja noch und drehe das ganze Teil vorsichtig fest. Und jetzt auch wieder kräftig zudrehen, damit sie halt auch die angeblichen 30 Meter Wasserdichtigkeit beibehält. Jo, das war der erste Part, die erste Uhr. Ganz easy, ganz einfach, gar kein Problem. Nehmen wir uns jetzt die nächste Uhr vor. Wie gesagt, das ist die hier. Eine schöne eigentlich. Aber die habe ich bestimmt schon 20 Jahre. Also das ist irgendeine Uhr aus meiner Kindheit. Finde ich aber ganz cool, auch mit diesem Band. Und jo, auf der Rückseite. Den können wir jetzt erstmal wegtun, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben ja hier schon einen klitzekleinen Schlitzschraubendreher. Und jetzt müssen wir hier vorsichtig an eine Kante gehen und versuchen, das Teil hochzuhebeln. Muss man irgendwie drunter kommen. Hier sieht man, da bin ich früher auch schon ein paar Mal abgerutscht. Das ist wirklich eine Gefahr bei dieser Art. Wir können hier mit dem Daumen ein bisschen fixieren, mit der Schraubendreher möglichst nicht ja, auf das auf die Rückseite drauf kommt. Jetzt bin ich hier drunter, wie ihr sehen könnt, und ja, vielleicht ist der Schraubendreher auch eine Nummer zu klein, aber ist ja kein Problem. Noch zwei weitere Größen dabei. Kann man die beiden hier nehmen? Versuchen wir es mal mit einer Nummer größer, weil der ein bisschen kräftiger ist. Und wie ihr sehen könnt, hätte ich den direkt als erstes genommen, hätte es direkt geklappt. Ja, hier hatte ich irgendwann vor Jahren mal was zur Fixierung der Batterie reingelegt. Wie ihr sehen könnt, bewegt die sich nämlich ein bisschen. Da ist nämlich mal die Halterung abgefallen oder abgebrochen beim Wechsel. Da muss man halt aufpassen. Und hier genauso kleiner Schraubendreher. Kurz Batterie anheben, rausnehmen, neue Batterie einsetzen. Also wirklich ganz simpel. Ja, lege ich dieses Blatt Papier hier wieder zur Fixierung rein. Und Befestigung, natürlich auch von der Richtung her ein bisschen darauf achten, wer darauf Wert legt, damit die Schriftart jetzt richtig rum ist. Ausrichten und feste zudrücken, wie ihr gehört habt, hat es geklackt und das war's. So, die Batterie ist auch leer. Ich sollte hier wirklich mal neue Batterien einsetzen. Aber ich habe die Uhren so lange nicht getragen. Ja, kommen wir nun zur dritten und letzten Uhr. So, bei der dritten und letzten Uhr nehmen wir jetzt hier wieder einen Schlitzschraubendreher. Kreuz würde auch gehen, ist jetzt in dem Set allerdings nicht dabei, aber es macht jetzt kein Problem. Und schrauben hier, zack, einfach die vier kleinen Minischrauben raus. Zack, zwei. Drei. Und die vierte, letzte Schraube. Und können danach auch den Deckel hiervon lösen. Mal gucken, wie der wo befestigt ist. Okay, da gehe ich jetzt noch mal vorsichtig mit dem Schlitzschraubendreher an die Naht und versuche hier ein bisschen nachzuhelfen. Na. Da der Deckel doch ein bisschen fest saß, genau. Das liegt halt daran, weil hier auch wieder eine Gummidichtung irgendwo zwischen sein wird zur Dichtigkeit. Genau, die sitzt hier drin, die ist hier innen befestigt, die kann man hier sehen. Ja, und hier sitzt eine richtig große Batterie im Verhältnis zu den anderen beiden. Und bei der genauso, zack. So, jetzt hebel ich das ganze Werk raus. Wo ist der Ansatz? Genau. Wir können das ja auch mal so machen. Wir können das ganze Werk rausnehmen. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Zusammensetzen auch wieder. Und dann sehen wir hier unten so eine Art kleine Aussparung. Und da können wir dann mit dem Schraubendreher dran gehen und dann flutscht die Batterie raus. Neue Batterie rein und das war's dann auch hier.
Und die wird auch so fixiert, na, sollte sie zumindest. Weil die nämlich keine Befestigung hier drin hat. Die hat nämlich diese kleinen Metallpin hier unten. Und der dient dazu, um sie festzuhalten oder zu fixieren. Na, jetzt muss man hier aufpassen, habe ich die Dichtung nämlich mit rausgenommen. Die setze ich jetzt erstmal das Uhrwerk wieder rein, wenn ich es reinkriege. Seht ihr, das ist natürlich jetzt die Krux an der Sache. Man muss aufpassen, dass es dann wirklich auch richtig gerade wieder drin ist. So, okay. Ich habe es von der anderen Seite versucht. Und dann natürlich unbedingt nicht vergessen, Dichtungsgummi. So. Und dann können wir den Deckel natürlich in der richtigen Richtung, ich glaube so rum nämlich, aufnehmen und wieder befestigen. Erstmal richtig fest andrücken. Gucken, dass das Teil auch überall sitzt. Und im nächsten Schritt dann die Schrauben wieder befestigen. Und dann mache ich es eigentlich wie beim Fahrzeug, beim Reifenwechsel, diagonal. Also erst die rechts oben, dann die links unten, damit sich das nicht verzieht. Und dann die anderen beiden Schrauben auch noch. Also das ist wirklich das Einfachste, was es gibt. Ist auch relativ häufig. Aber ich würde behaupten, das häufigste Verfahren gilt eigentlich diesem hier. Und das ist eigentlich auch ja, eins der herausforderndsten, da dann kratzerfrei zu arbeiten. Dementsprechend kann ich euch hier dieses einfache Uhrmacher-Set wirklich nur empfehlen. Wenn man da wirklich schon Werkzeug für jeden Belang dabei hat, wenn es um Uhren geht und es nicht viel kostet. So, Schrauben sind festgedreht, Deckel sitzt und wenn die Batterie jetzt voll wäre, stellt es euch einfach vor, würde das jetzt laufen. Jo, also, wie gesagt, die drei Modelle habe ich euch gezeigt, wie das funktioniert und ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Einblick, ein bisschen Hilfe geben. Freue mich über einen Daumen nach oben oder nach unten. Wie gesagt, das Uhrmacher-Set, das Komplett-Set, packe ich euch unten den Link dazu in die Infobox. Keine 10 Euro bei Amazon. Ich glaube, fragt mich nicht, 7, 8, 9, 10 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Und jo, wenn Fragen sind, gerne unterhalb des Videos in die Kommentare. Und viel Spaß dann mit der Uhr. Ciao.